Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K14 Universe Mode. Wir sind beim zweiten Match von Over the Limit ECW Heavyweight Championship Match. Ja, I Quit Match, JBL muss gegen den Champion ran, Mick Foley. Entrance wieder an und Matcherlebnis wieder auf episch. Ich spiel's wieder mal nicht. Und ja, the following contest is an I Quit Match. Ja, um es nochmal auf Deutsch zu sagen. Kein DQ, kein Submission, kein Pinfall, kein Countout. Man muss den Gegner zum I Quit sagen bringen. Ja, JBL kommt zum Ring mit seiner Limousine. Er will die Championship endlich halten. Er will die ECW Championship endlich in seinen Händen haben. Er hat so lange darauf gewartet, der Wrestling God. Der Wrestling God. Foley's God. The Wrestling God versus the ECW Champion Foley God. Foley is God. Gott gegen Gott. Ja. Da kam JBL und jetzt hören wir die Musik von ECW Champion Mick Foley. The ECW World Heavyweight Champion Mick Foley. Vor allem bei ihnen ist noch niemals der Titel ganz zu. Aber es hält. Es hält. Ja. Ja, um die Championship geht es, die ECW Championship. JBL, ihn kennt man, wenn er was gewinnt, will er es ganz ändern. Und mal sehen, ob er die ECW Championship verändern wird, falls er gewinnt. Ich werde wieder niemanden spielen, ich werde einfach wieder kommentieren. So, also, JBL muss, um die Championship zu gewinnen, Mick Foley I Quit sagen lassen, bringen, ja. Und Mick Foley, um seine Championship zu verteidigen, genau das gleiche, nur andersrum. Okay, ich hoffe, ihr habt jetzt das Match verstanden, also die Matchart. Was macht hier Mick Foley? Schöner Nie-Dingsbums-Tritt, was weiß ich, ins Gesicht von den Wrestling Guard. Ja. Wird hier der Wrestling Guard gewinnen? Ich weiß es nicht. Ich tippe auf. Ach, wisst ihr was? Ich tippe auf den Wrestling Guard. Ich tippe auf den Wrestling Guard. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, auf welchen Wrestler ihr tippt. Würde mich mal interessieren. Ja. Im letzten Part hatten wir ja sehr schönes Fatal 4-Way YouTube Championship Match gewonnen. Gesehen. Nicht gewonnen, gesehen. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie es ausging, dann guckt doch einfach mal im letzten Part. Oder in die Playlist auf meinem Kanal, denn da sind alle Folgen nochmal verlinkt. Ja, nicht verlinkt, sondern alle Folgen eingetragen. So, Hip-Toss in den Ring von JBL. Schöner Elbow-Drop gegen Mick Foley.
Und zack. Oh, Atomic Drop. Ja, das ist wirklich live. Okay, für euch ist es nicht mehr live. Aber für mich ist es live. Denn ihr seht es paar Parts später. Also, wo ich es aufnehme, kommt erst gleich in 36 Minuten kommt erstmal Part 16. This is the end. Ja, dieses Match ist für die ECW Championship und jetzt der Schlag von Mick Foley. Der tritt und jetzt geht er aufs Bein vom Wrestling Guard. Am besten ist natürlich eine Submission ansetzen, aber dafür braucht Mick Foley eine Stelle von JBL. Und die Chops von JBL an Mick Foley. Der Ref hat natürlich das Mikro. Und ein Elbow Drop von Mick Foley. Schöner Konter von JBL. Konter. Nee, doch nicht. Dropkick von Mick Foley. Und Belly-to-Belly-Konter von Mick Foley. Naja, wohl ausgekontert von JBL. DDT. Jetzt schöner Konter von JBL. Und ein DDT. Punch ins Gesicht. Ah ja, und vielleicht wird ja dieser Universe Mode 2 Season lang sein oder 3, keine Ahnung. Also ich hoffe länger als eine Season. Jetzt wieder diesen Knee Smash ins Gesicht. Schöner Lariat. Die Punches von Mick Foley und JBL liegt. Er sitzt. Liegt. Nein, er saß. Schöner Bulldog. Da sieht man das Mikrofon. Und was sagt er? Nein. JBL hat Nein gesagt. Aber Foley wollte es schnell beenden. DDT. JBL sollte eigentlich einen Sleeper ansetzen. Vielleicht geht's dann. Aber Mick Foley kann man ja eigentlich nicht zum I Quit sagen bringen. Wenn's JBL schaffen wird, dann hat er das Unmögliche geschafft. Ein Elbow Drop. Mick Foley könnte es mit seiner Mandible Claw beenden. Atomic Drop. Und ein Suplex, so ein Side-Suplex. Keine Ahnung, wie der heißt.
Und jetzt Submission Move. Gibt er auf? Nein, er kontert einfach. Was eine Stärke. Schöner Dropkick. Schöner Schwipp. Dann die Elbow-Schläge. Die Punches. Ist die dritte. Irish Whip. Was kommt jetzt? Nee, nee. Ich wollte jetzt Mankind zu seinem sehr bekannten Bulldog ansetzen. Nein. Ein Elbow. Elbow. Oh, er hat irgendwas gekontert. Was auch immer es war. Headbutt! Gibst du auf? Gibt's hier JBL auf? Gibt er auf? Gibt er auf? Nein! Ich dachte, jetzt gibt JBL auf. Und oh. Es ist schlau, seinen Kopf zu bearbeiten, wenn er seine Clothesline from Hell ansetzen will. Oh, schöner Konter von JBL. Schöner Lariat. Wieder so ein Backbreaker, Neckbreaker, sorry. Oh, das wird jetzt schlimm für JBL. Oh, er haut ihn um. Er haut ihn um. Wie macht er das? Und ein Body Slam, eher gesagt Scoop Slam. Ah. DDT. Oh, wieder ein Submission Move. Gibt er auf? Gibt er auf? Er gibt auf! Er gibt auf! Mick Foley behält die ECW Championship. Dünnen, dünnen, dünnen. Mick Foley behält die ECW Championship nach einem I Quit Match, ja. ECW Heavyweight Champion Mick Foley. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute, und haut rein!